klären das morgen auf, okay? Ich habe in der Klinik einen Patienten, David, 15 Jahre alt, Herzfehler seit der Geburt. Ich möchte, dass du Zeit mit ihm verbringst. Soll das ein Witz sein? Kümmer dich um ihn, sonst bleibt der Geldhahn zu. Kenn seine Mutter. Was machen Sie beruflich? Im Moment gerade nicht so viel. Das ist David. Hallo. Bist du spät? Bis zum Abschluss müssen wir alle zur Schule. Aber doch nicht, wenn man eh nicht alt wird. Wer hat sich denn den Kack ausgedacht? Und ich kann da wirklich alles draufschreiben? Ich schreibe von mir aus einen Flug ins Weltall rein. Und das machst du da mit mir? Nee. Wieso stellt dieser Typ Eimer in einen Aufzug? Der meint, David simuliert. Simuliert? Hä? Haben Sie den Eimer da in den Aufzug? Hey, ihr Arschlöcher! Runter von meinem Auto! Wo hast denn du das gelernt? Waldorfschule. Ich will auch so einen. Ich auch. Keine Aufregung. Alle 30 Minuten SMS mit Bild. Zu spät. Sind ganz schön schief, hä? David? Scheiße. Sauerstoff. Du bist ignorant, schusselig und egoman. Das ist das Beste, was einem todkranken Kind passieren kann. Man muss nicht jede Frau gleich heiraten, nur weil man sie mag. Doch, man muss ihr zeigen, dass man sie toll findet. Weil wenn du es jetzt nicht machst, dann kann es sein, dass du es nie mehr machen kannst. Mann, siehst du scheiße aus. Du auch. Brüder für immer. Brüder für immer. Er hat niemanden, der für ihn weint, wenn er stirbt. Das kann ich mir vorstellen.